Ich bin Beck, Cartwell. Ich komme wegen dem Vorstellungsgespräch. Hier. Danke. Also gut. Wer von Ihnen spielt Klavier? Ich, das heißt früher. Wieso haben Sie aufgehört? Oh, richtig. Ich nehme an, dass Sie Ihre Vita dabei haben. Nein, ich habe meinen Lebenslauf mitgebracht. Ich habe Beck auf der Website der Universität gefunden. Hier steht, Ihre letzte Arbeitsstelle war das Red Lobster am Sam Houston Hallway. Oh, Augenblick, sorry. Der Falsche. Ja, der ist was anders als der, den ich in der E-Mail geschickt habe. Der war etwas aufgematzt. Und wer hat sich vorher um Sie gekümmert? Ich hoffe, es stört nicht, dass ich frage. Überhaupt nicht. Wir hatten eine reizende Frau, die umgezogen ist. Und davor war es meine Mutter. Wow, dafür braucht man Eier. Ja, das war nicht optimal. Hätte das meine Mutter bei mir machen sollen, hätte es wahrscheinlich ein Blutbad gegeben. Ich nehme an, Haushaltsführung gehört nicht zu Ihrem Fachgebiet. Kochen Sie? Irgendwelche Erfahrung mit Krankenpflege? Haben Sie jemals jemanden gesehen, geschweige denn sich um jemanden gekümmert, der an einer schweren degenerativen Erkrankung leidet? Nicht wirklich. Ich habe ein bisschen was im Internet gelesen. Sie haben etwas im Internet gelesen. Hier steht, Ihre letzte Arbeitsstelle war das Red Lobster. Der war etwas aufgemotzt. Haben Sie sich je um jemanden gekümmert, der an einer degenerativen Erkrankung leidet? Nicht wirklich. Okay, war nett, Sie kennenzulernen. Was ich bin haben sicher, Sie gemeint mit nicht wirklich? Diese Frau ist ein Albtraum. Du fühlst dich also echt für einen anderen Menschen verantwortlich? Sie gibt mir nicht das Gefühl, Patientin zu sein. Ich weiß, dass dir das wichtig ist. Ich will nur, dass alles wieder so wird wie vorher. I remember how the promise breaks. Was soll das werden? Ich tue hier etwas Positives. Niemand in meinem Leben hat das je für mich getan. Du willst sterben und ich werde das nicht zulassen. Ich will schreien, Beck. Ich will, dass du weißt, dass mir das leid tut. Ich liebe dich so sehr. Jetzt reicht's. Also wenn da kein Schuss Tequila drin ist, Liebes, kratzen wir die Kurve.